Hallo und willkommen zur heutigen Gameplay-Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben. Wir gehen erstmal zu Commander Zavala. Sei gegrüßt. Denn wir können bei ihm eine Prämie abholen. Sei stark. Und ihr seht's. Hier leuchtet's. Wir können einen Hüterrang aufsteigen. Der Hüterrang Nummer 7, Elite. Ah, es sieht einfach cool aus, wenn es so schön leuchtet. Warum leuchtet Zavala? Fangen wir an. Wir schauen direkt mal rein. Ob die Schar nun das Licht nutzt oder nicht. In die Reise. Wir haben hier Rang 8. Die Lightfall-Kampagne, ja. Kann ich immer noch nicht. Saisonränge abgeschlossen fehlen mir. Saisonale Herausforderungen. Karten der großen Arcana können wir mitnehmen. Und Ritualtischruf. Bei Power. Einmal das. Spitzenprämien müssen wir noch erhalten. Saisonartefakt. Und die Wertschätzung. Ja, eventuell schaffen wir es ja in dieser Season mal den Rang 8 freizuschalten. Schön wär's. Hier links sehen wir, dass die Eisenbanner am Start sind. Und wir werden heute auch in verschiedene Eisenbanner-Matches mal reingehen. Wir machen noch einen kleinen Abstecher zu unserer Gildenmeisterin. Die sollte auch noch Prämien für uns bereithalten. Dieser schöne Hochsprung, wenn man leuchtet. Einfach cool. So. Danke. Hüter, hallo. Ein legendäres Engramm. Und da sind wir auch einen weiteren Hüterrang, nicht Hüterrang, Saisonrang aufgestiegen. 28. Artefakt Power Bonus, sehr schön. Die Perks können wir später aktivieren. Was haben wir titeltechnisch? In der Woche 1 können wir hier uns verschiedene Prämien noch abholen. Perfekt. Das läuft ja wie geschmiert. Ich freue mich. Wir schauen in die Season 22 rein. Ein exotisches Engramm, ein legendäres, Everversum, etwas Glanzstaub, auf der 29 auch noch Glanzstaub und etwas Glimmer. Questtechnisch, was haben wir da? Ich sehe nichts, was leuchtet. Ja, wir gehen, würde ich sagen, kurz in den Store, holen uns das Everversum-Engramm. Einen Shader haben wir gekriegt und dann springen wir direkt rein in das erste Eisenbanner-Match des heutigen Tages. Los. Wir gehen direkt mal zu B. Da kommen auch schon die ersten Gegner. Gegner hat Zone C beansprucht. Ja. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Mein Aim läuft noch nicht so gut. Zwei Zonen gehören euch. Zone A verloren. Der Gegner beansprucht Zone A. So, wir rushen mal zu B. Oh mein Gott.
Ja, ich habe ihn immerhin noch gekriegt. Ich finde mich nicht ins PvP rein. Läuft nicht gut. Aber das wird schon, ich bin zuversichtlich. Mal etwas mehr über die Karte arbeiten. Du hast Zone B erobert. Zwei Zonen gehören euch. Zone C verloren. Gegner hat Zone C beansprucht. Ja. Ihr habt den Zonenvorteil. Zone A erobert. Schwere Munition wäre nice. Da sage ich's noch und schon werde ich Angriffe. Gegner hat Zone B beansprucht. Hinter mir? Ach, schade. Zwei Zonen gehören euch. Zone A verloren. Der Gegner beansprucht Zone A. Schenkt dir ihre Aufmerksamkeit. Jetzt verdiene dir ihren Applaus. Die Kaiserin lässt grüßen. Der Festung ist durchbrochen. Jetzt nimm sie ein. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Oh. Und einer von hinten. Die Festung bricht zusammen. Geht wieder da raus und nehmt Zonen ein. Du hast Zone C erobert. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Noch 5 Minuten. Der Gegner beansprucht Zone A. Eine weitere Zone. Zwei Zonen gehören euch. Zone C verloren. Gegner hat Zone C beansprucht. So, die Super ist bereit. Wollen wir mal schauen. Keitel hat genug gesehen. Zeit für eine größere Herausforderung. Augen auf, Hüter. Oh, das war jetzt sowas von nix. Sehr schade.
Beweist euren Mut und nehmt die Festung ein. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Ja, Osma. Ich hatte dich auch im Visier. Verteidigt die Festung wie die Legionäre von Tohobabel. Oh, da verwischen der. Eure Feinde haben die Festung eingenommen. Macht sie ihnen streitig. Noch 10 Sekunden. Noch 3 Minuten. Die Festung ist fort. Geht wieder da raus. Zu zaghaft. So, wir haben eine. Gegner hat Zone C beansprucht. Deine Gegner haben beinahe gewonnen. Zeig ihnen, dass du nicht klein beigibst. Ja, das wird schwierig, das noch zu gewinnen. Ja, eine Zone nehmen wir noch mit. Zwei Zonen gehören euch. Da oben. Nicht dieses Mal. Ja, sehr schade. Der Untergang konnte die Menschheit nicht aufhalten. Und du solltest dich nicht von einer Niederlage aufhalten lassen. Wenn du bereit bist, ich bin hier. Wollen wir doch schon mal schauen, ob das zweite Match besser läuft. Tüter beginnt. Und wir sind in der Innenstadt gelandet, auf dem Weg zu C. Du hast Zone C erobert. Der Gegner beansprucht Zone A. Okay. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Der erste Tod. Großartiges Aim. Aber ich habe ihn noch mitgekriegt. So, schwere Munition. Zone C verloren. Gegner hat Zone C beansprucht. Die sind zu zweit. Okay. Überlaufen.
Ja, meine Reaktionszeit. Ich jetzt soll auf die Handfeuerkennen wechseln. Zone A verloren, Zone C erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Keitel hat genug gesehen. Zeit für eine größere Herausforderung. Droppod im Anflug. Die Kaiserin beobachtet euch. Beweist euren Mut und nehmt die Festung ein. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Verteidigt die Festung wie die Legionäre von Torobatel. Der kam so überraschend rein, ich konnte... ja. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Die Festung gehört euch. Nun verteidigt sie. Das war knapp. Die Festung bröckelt. Geht wieder aufs Feld und kämpft um Zonen. Zone C erobert. Hast Zone B erobert. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Der Gegner beansprucht Zone A. Für die Kaiserin, für die Vorhut, für die Menschheit. Bleib standhaft. Zone C verloren. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Noch 5 Minuten. Eine solide Taktik bis jetzt. Zone C erobert. Keitel hat genug gesehen. Zeit für eine größere Herausforderung. Augen auf, Hüter. Ja. Verdammt. Hüter, vorwärts. Nehmt die Festung ein. Ich spiele echt gern Eisenbahner, auch wenn ich nicht wirklich gut bin im PvP. Verteidigt sie. Lass deine Gegner zahlen. Es ist zu Ende. Ein klarer Sieg. Ah ja, sehr schön. Ein gewonnenes Match. Das war ein Kampf, der den eisernen Lords alle Ehre macht. Noch 10 Sekunden. Die Festung bricht zusammen. Geht wieder da raus und nehmt Zonen ein. Ja, wir gehen noch in ein weiteres Match rein. Let's go, Match Nummer 3. Gegner hat Zone C beansprucht. Du hast Zone A erobert. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Ein Titan. Verloren. Der Gegner beansprucht Zone A. Du hast Zone C erobert.
Der war knapp. Zwei Zonen gehören euch. Zone C verloren. Naja, keine Chance. Gegner hat Zone C beansprucht. Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ich sollte irgendwie mal mein Aim trainieren können. Zone B verloren. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Erobert. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Zone A verloren. Das wird gut werden. Der Gegner beansprucht Zone A. Zone B erobert. Zone C verloren. Wir gehen mal zu C. Oh mein Gott. Zone A erobert. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Zone B verloren. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Keitel hat genug gesehen. Zeit für eine größere Herausforderung. Die Kaiserin lässt grüßen. Der Festung ist durchbrochen. Jetzt nimm sie ein. Die Festung gehört euch. Nun verteidigt sie. Du ziehst davon. Ihr Tod wird schnell kommen. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Die Festung gehört euch. Nun verteidigt sie. Noch 10 Sekunden. Die Festung bröckelt. Geht wieder aufs Feld und kämpft um Zonen. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Wir holen uns A. Okay. Shotgun. Zone B erobert. Ihr habt den Vorteil. Macht Druck. Unglaublich. Noch 5 Minuten. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Bis jetzt. Zone B verloren. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Zone A verloren. Der Gegner beansprucht Zone A. Du hast Zone C erobert. Ich finde hier niemanden. Wo sind denn alle? Hier war einer. Alle Zonen aufgelöst. Das Schlachtfeld verlagert sich. Augen auf, Hüter.
Verteidigung der Festung ist durchbrochen. Jetzt nimm sie ein. Ihr habt die Festung eingenommen. Nun haltet sie. Eure Feinde stehen zwischen euch und dem Sieg. Nehmt die Festung ein. Ihr habt die Festung eingenommen. Nun haltet sie. Noch 10 Sekunden. Überlasst euren Feinden nicht diesen Vorteil. Macht ihnen die Festung streitig. Noch 3 Minuten. Mach weiter Druck und du kriegst sie. Die Festung gehört euch. Nun verteidigt sie. Die Festung ist fort. Geht wieder da raus. Gegner hat Zone C beansprucht. Zone B erobert. Zone A erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Lass deine Gegner zahlen. Wo sind sie denn? Zone B verloren. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ja, den einen haben wir wenigstens mitgenommen. Mann, Mann. Zone A verloren. Gib dich erst geschlagen, wenn es vorbei ist. Der Gegner beansprucht Zone A. Du hast Zone B erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Zone C verloren. Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone C erobert. Du besitzt die Macht von Akrius höchstpersönlich. Halte diese Zone. Du bist siegreich. Okay. Die eisernen Lords von früher. Das soll's gewesen sein. Das Match haben wir gewonnen. Ich muss noch einiges lernen für PvP. Gerade mein Aim ist nicht gerade das Beste. Ich möchte mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. In der ersten Woche der Eisenbanner der Season der Hexe. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.